Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Unterkriegsbahn. Ja, es ist soweit. Ich habe jetzt nochmal einen Tag vorgespult. Wir hatten so auch weiter nichts zu tun. Und jetzt ist es soweit, endlich. Wir können unsere Kartoffeln ernten. Und da habe ich mir natürlich ein schönes Apparatürchen, Apparatur vom Lohner ausgeliehen. Und zwar hier den, ja, oder kannst du sagen, ne? Aus dem Grimme DLC. Das erste Mal, dass ich den, oder dass ich daraus überhaupt was benutzen tue. Und ja, den Fendt habe ich auch vorbereitet. Der hat Pflegebereifung drauf, sodass wir hier bedenkenlos reinfahren können in die Frucht. Oh, eigentlich darf ich damit nur 25 fahren. Gut. Hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. So, dann fahren wir jetzt mal hier zu unseren Kartoffeln. Wollen wir überlegen, ob wir hier die Wiese noch dazu kaufen. Und entweder alles zu Acker machen oder alles zu Wiese machen. Will ich noch mal überlegen. Weil immer jedes Mal hier über die Wiese fahren vom Nachbarn ist auch doof, wenn du hier hinten hin willst, ne? Muss ich mal schauen, wie wir das machen. So, gut, da sind wir auf dem Feld angekommen. Wenn wir einmal hier hinten aufmachen. So, kann man. Ja, hier muss man. Siehst du? Der klappt da noch was auf. Soundeffekt ist schon mal geil. Und fahren tue ich ja nicht so schnell. Echt jetzt? Mein Fendt hat auch mehr PS, wie er eigentlich braucht. Dann schafft er das nicht. Entweder ist der Fendt kaputt oder keine Ahnung. Repariert habe ich den auch. Wahnsinnig schick aus, finde ich jetzt. Nur weil er sie so ein bisschen bergauf geht oder was? Da muss ich nachher nochmal gucken. Oder habe ich jetzt irgendwas beim Konfigurieren? Dass er auf einmal doch weniger PS hat. Komische Sache das. Komische Sache das. Komisch, hier geht's ein bisschen bergab. Hier läuft das wunderbar. Gleich wieder. Na, da fand ich das jetzt nicht so doll eben um die Kurve. Ein, zwei Pflanzen bleiben stehen, ne? Aber. Oh, das ist jetzt echt, weil das hier bergauf geht. Willst du mich verarschen, oder was? Ich hätte doch den Klaas nehmen sollen. Der hat noch ein paar PS mehr. Ja, ein, zwei Pflanzen bleiben stehen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich benutze das Ding ja auch zum ersten Mal, ne? Muss man dazu auch noch sagen. Weil das hier so ein bisschen bergauf geht. Heieiei, Leistungsgrenze hier gerade.
Sieht auch echt gar nicht so schlecht aus. Irgendwie hat der Fendt immer ein bisschen Probleme, ne? Beim Ansehen schon, mit der Siebmaschine, mit der Einzelkorn. Jetzt hier mit. Entweder kann der Fendt nicht, oder? Guck mal, bergab geht's wunderbar. Selbst beim Rückwärtsfahren ist das jetzt nicht. Oh. Das sollte eben so nicht passieren. Ja, so ist es einfach besser. So ist es einfach besser. Der Schattablage, dass die so früh anfängt, sag ich mal, ist ein bisschen doof. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bergauf geht ja gar nicht. Ja, da muss ich wohl doch noch. Da muss ich wohl doch noch den Klaas holen. Ob das mit dem Klaas besser ist? Ja, müssen wir mal austesten jetzt, ne? Jetzt habe ich auch irgendwas in der Verkehr eingestellt. Nee, das geht gar nicht. Also bergab ist es in Ordnung. Wenn er nur 10 fahren würde, wäre mir auch egal. Das ist immerhin noch mehr wie hier nur 2-3 km/h. Auch wenn das vielleicht ein bisschen realistischer ist, so. So schnell fahren die Roder ja, glaube ich, auch nicht, die Selbstfahrer, ne? Die Selbstfahrer, die an der Kartoffeldingsbums. Also da werden wir jetzt nochmal einmal wechseln, das ganze Gerät. Ja, gut. Da werden wir jetzt nochmal wechseln. Ansonsten, wenn das wirklich auch am Fendt liegt, dann müssen wir nochmal darüber denken, dass der Fendt eventuell auch weggeht. Uns da eventuell auch noch mal einen anderen Trecker dazu holen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der dabei auch wieder solche Probleme hat.
Ja, ich hätte schon was, was ich mir eventuell an der sonst holen würde. Aber es ist halt alles. Ich will mir auch für den Deutsch noch einen anderen holen, ne? Also ich kann euch sagen, für den Deutsch kommt auf jeden Fall wieder ein Deutsch auf den Hof. Aber für den Fan, ja, müssen wir mal gucken. Da hätte ich eventuell auch schon was. Ja, wäre jetzt nicht so schön, wenn das wirklich am Fan liegen würde oder liegt. Den lassen wir erstmal hier stehen. Ja, ich weiß auch nicht. Also mit der Seemaschine hat er schon Probleme. Dann muss ich den ja auch noch umbauen, ne? Müssen wir den auch noch wieder umbauen. Hauptsache, der kann auch noch Pflege bereifen, aber ich glaube, der Arion müsste das noch können, ne? So, glaube ich, erst beim Axion, wo das nicht mehr geht. Den reparieren wir noch einmal schnell. Configuration. Wie das nehmen wir weg? Pflegebereifung. Es dauert halt, ne? Es dauert halt, bis man da was sieht. Hatte nur 1,80 Meter oder 2 Meter Arbeitsbreite, der Gerät, aber ich sag mal, wir haben jetzt nicht so einen großen Acker voll, ne? Oder so einen großen Acker damit, mit Kartoffeln. Ist ja nur ein kleiner Schlag. Und da kann man das ruhig mal einmal machen. Wenn der jetzt auch so eine Probleme hat, dann liegt es an den Ruder selber. Denke ich mal. Oder vielleicht muss ich da nur irgendwas einstellen. Ich weiß es nicht. Ansonsten muss ich nochmal zum Lohnunternehmer hin. Der soll sich das Ding nochmal angucken. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Nee, eigentlich nicht. Anschalten, nö. Eigentlich nicht. So, wir hören jetzt hier nochmal. Nein. Also der Klaas hat damit keine Probleme. Die Anlage ist doch mal wieder am Feld. Dann lag es doch wieder am Fett. Aber ich werde das jetzt doch ein bisschen anders machen. Mit dem Vorgewende, sag ich mal. Und zwar werde ich jetzt hier immer denn noch 2, 3 Bahnen machen.
dann nachher den Rest so. Mal schauen. Gut, wir sind aber auch schon wieder erstmal am Ende angelangt. Ich werde hier erstmal noch offline ein bisschen weitermachen. Und dann denke ich mal, werden wir auf jeden Fall noch eine zweite Folge von dem Roden machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.